Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich bei mir auf meinem Kanal und wie versprochen gibt es heute das Video zur karmischen Bänderlösung. Ja, ich wurde gefragt in der Community, ob man auch das Band zwischen Mutter und Kind lösen kann. Ja, und das kann man. Das werden wir jetzt dann auch gleich tun. Wir werden Ex-Partner aus vergangenen Leben lösen oder aus der Vergangenheit in diesem Leben loslassen. Wir werden vergangene Freundschaften oder schwüre Eide, Bindungen aus Vergangenheit oder vergangenen Leben lösen. Und das wird ein sehr intensives Ritual. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz gerne bei einer ganz lieben Kollegin bedanken, und zwar bei der Sabine Lorenz. Die hat mir nämlich diese wunderschöne Altarkerze geschenkt mit einem Engel und einem Herzen drauf, und ich fand das sehr, sehr passend, gerade zur Bänderlösung. Vielen Dank, liebe Sabine, und sie hat einen ganz tollen Shop, wo man auch diese wundervollen Kerzen erwerben kann. Vielleicht habt ihr Lust zu stöbern mal bei ihr. Und ich verlinke das dann in der Infobox. Jetzt aber geht's los. Geweiht, gesegnet und gereinigt sei diese heilige Stätte, so sei es. Ich reinige meine Hände mit Salzwasser. Ich werfe ab alles Negative. Alle Wut, aller Zorn. Ich lasse los. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Ich rufe euch, ihr Wächter, hierher zu mir in die Mitte, so sei es. Gesegnet, gereinigt sei dieser Altar. Gesegnet seien die Ahnen, gesegnet sei das Karmische, die Verbindungen im Hier und Jetzt, die Verbindungen aus früherem Leben, so sei es. Ich habe hier Öl. Dieses Öl wurde mit Rosen, aber auch mit Lorbeer angereichert. Ich weihe meine Kerzen damit ein. Und ich entzünde die erste. Die rote Kerze symbolisiert dich. Die weiße, deine Mutter oder deinen Ex-Partner oder die Ex-Partner aus dem Karmischen, aus den früheren Leben, aus den früheren Verbindungen. Oh, ich liebe dieses Öl. Das ist einfach nur toll. Konzentriert euch bitte auf euch in Verbindung mit eurem Ex-Partner. Wenn ihr ihn wirklich vor Augen sehen könnt, schließt dabei die Augen, aber wenn ihr ihn wirklich sehen könnt, dann sprecht. In Liebe waren wir vereint.
in diesem Leben, in früheren Leben. Das karmische Band, das uns verband. Die karmische Liebe, die uns verband. Unsere Schwüre, unsere Eide. Seien durchschnitten. Seien getrennt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber gerade diese männliche oder Mutterflamme, also das aus dem Ex-Geschehen, die flackert wie wild, ne? Die will das gar nicht haben. Ich löse die Bänder, ich trenne das Band. Alles, was uns verband, alles, was wir versprachen, alle Gelübde in Freundschaft, in Liebe, in Leidenschaft sind gelöst und sind gesprengt. So sei es nun mit aller Macht. Geistige Welt, sieht mein Begehren, sieht meinen Wunsch. Ich bin bereit, loszulassen, alles abzugeben. Die Liebe sei gelöst, der Schwur gebrochen. Wir sind nicht mehr eins, wir sind nun zwei. In Liebe lasse ich los, alles was geschehen, gehört nun nicht mehr in diese Zeit, in diese Welt. So sei es nun mit aller Macht. Ab sofort. Ihr könnt es mit dem Namen, wenn ihr diesen Spruch so sagt, also ihr sagt einen Spruch, den ihr sagen wollt. Wichtig ist nur, dass ihr sagt, dass mit diesem Partner, den ihr vor Augen habt, oder die Mutter, dass ihr wirklich sagt, dass es aus allen Ebenen verschwunden ist, dass alle karmischen Versprechungen, Gelübde, Schwüre, Eide, die Liebe, die Leidenschaft, die Freundschaft, alles, was euch verbunden hat, dass das jetzt gelöst und durchschnitten ist. Ich habe gesagt, dass ihr Bänder braucht, um es zu lösen. Ich habe mir das vorbereitet bei dem anderen, weil ich dieses Ritual natürlich auch Vollmond mache. Das ist jetzt nur für euch demonstriert. Bei dem anderen habe ich natürlich auch die Bänder gemacht. Ihr bindet die Bänder zusammen, das schwarze und das weiße Band, dann verknotet ihr es. Dann knüpft ihr sieben Knoten rein und bei jedem Knoten stellt ihr euch das Gesicht dieser Person vor und dann sprecht ihr. Alle Eide, alle Schwüre, also mit jedem Knoten alle Eide, der nächste Knoten alle Schwüre. Jeder Funken Liebe meines Herzens. Alles Glück, das wir hatten. Alle Freundschaft, die wir besaßen. Alles, was uns verband, ist durchschnitten.
und gelöst auf allen Ebenen des Lebens, in diesem und in dem Vergangenen. So sei es. Dann macht ihr diese Bänder, macht ihr die zusammen, dann schneidet ihr die durch in der Mitte. Also ich kann mir wieder neu machen. Schneidet ihr die durch. Wenn ihr durchgeschnitten habt, verbrennt ihr die zwei Bündel jeweils in einer Flamme. Also in der weißen eins und in der schwarzen eins. Wenn ihr das gemacht habt, dann bleibt ihr bitte sitzen. Schaut in die Flamme, konzentriert euch. Wenn ihr das sehen könntet jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das so genau sehen könnt, aber die Personenkerze, die ist ganz normal, also die brennt ganz normal. Und die aus dem vergangenen Leben, die ist karmische, ja, die ist richtig hoch und dabei haben wir noch nicht mal Vollmond. Aber man sieht, es ist wichtig, gelöst zu werden, weil es einfach blockiert in diesem Leben. Also bleibt bitte davor sitzen, schaut in die Flamme und konzentriert euch, lasst richtig los. Atmet tief ein und wieder aus und beim Ausatmen, lasst alles raus, alles geht raus. Alles, was euch verbannt, die Liebe geht, die Freundschaft geht. Und es kann wehtun, es kann wirklich wehtun, es kann sein, dass die Tränen bei dir laufen. Lass sie laufen. Es ist wichtig, auf jeder einzelnen Ebene loszulassen. Ist ganz, ganz wichtig. Oh. Sie mag schon sehr flackern. Aber es ist genau das. Es ist genau das. Es ist wichtig, dass ihr euch sicher seid, dass ihr jetzt hier diesen Schnitt machen wollt. Und geht ihn wirklich aus tiefstem Herzen. Macht ihn aus tiefstem Herzen, diesen Schnitt. Bei Freundschaften macht ihr ganz das Gleiche. Ihr sagt da ganz genau so eben, dass alle Ebenen jetzt beendet sind. Dass hier der Schnitt ist, dass du alles loslässt, alles. Alles, was euch verbunden hat. Genauso wie bei der Liebe. Es ist Freundschaft und Liebe, das ist so eng beieinander. Es gibt keine Liebe ohne Freundschaft. Also ist Freundschaft etwas sehr Wichtiges. Jetzt komme ich noch zu der Frage wegen Mutter-Kind. Es ist immer eine sehr schwierige Situation, wenn man eine Mutter und ihr Kind abschneidet. Aber in manchen Situationen ist es notwendig, weil sich beide blockieren, weil beide irgendwo den Weg zusammen nicht finden und weil da eine karmische Blockade drinnen ist. Deswegen ist es manchmal wichtig, dass man das tut. Nun kann natürlich sein, dass die Mutter vielleicht auch gar nicht mehr lebt. Auch das ist möglich. Dann nimmt man trotzdem, kann man das ganz genauso machen, weil es gibt keinen Tod in dem Sinn. Weil die Energie des Verstorbenen, die Energie bleibt immer zurück. Und solange du an diese Person denkst, ist die Person auch da. Ist nicht weg. Und von daher kann man das genauso in Liebe loslassen. Und zwar völlig egal, ob das jetzt eine Mutter macht, die sich von ihrem Kind lösen möchte oder umgekehrt, völlig egal. Wichtig ist, dass man sich immer in Liebe löst, dass man in Liebe loslässt. Es gibt keine Wut, kein Hass, sondern es gibt einfach nur in Liebe, ich lasse dich los. Und ich lösche alles, was wir irgendwann mal gemeinsam hatten. In diesem Leben und im vorigen Leben, also aus der karmischen Welt. Alle Versprechen, alles, was wir uns jemals gegeben haben, egal auf welcher Ebene, egal zu welcher Zeit, lassen wir los. Wenn wir das alles dann so besprochen haben, dann nimmst du nochmal dein Salbei, deine Salbeiräucherung und für die Freundschaft eben dann oder Geld, die Weihrauchräucherung. Und dann sagst du, mit all meiner Macht, mit aller Macht der geistigen Welt, sei das Band durchschnitten
im Hier und Jetzt. Gelöst von allen Eigen, gelöst von allen Schwüren, gelöst von aller Liebe. So möge es geschehen, jetzt zu dieser Stund, sofort mit aller Macht, der geistigen Welt und meiner Welt. So sei es, jetzt zu dieser Stund. Lass es einfach auf dich wirken. Und wenn du das spürst, dass sich in dir etwas löst, egal wie, ob mit Tränen oder mit Lachen, mit Freude, dann kannst du es einfach abbrennen lassen, alle Kerzen bitte nicht ausmachen, wirklich abbrennen lassen. Und da ist ja noch die Rosenblüte. Die musst du nicht zerpflücken, du kannst es machen, ich mach's nicht. Ich lasse sie im Ganzen. Und so wie es ist, die Rosenblüte symbolisiert nur die Liebe, die jetzt gehen darf. In jeder Hinsicht, auf jeder Ebene. Und die wird dann später, wenn alles fertig ist, wird das Ganze vergraben. Bitte nicht in ein Wasser, in Gewässer schmeißen. Dieses Ritual muss wirklich so gemacht werden, dass es dann später vergraben wird. Also alle Reste, alles was übrig bleibt, nichts behalten. Auch das, wenn es bei mir zum Beispiel noch so ein Strang übrig ist vom Salbei, benutze ich ihn nicht nochmal. Also ich werde diesen Strang dann vergraben mit den Sachen. Du kannst natürlich auch noch ein Bild dazulegen von euch beiden, wenn es noch welche gibt aus der Vergangenheit oder aus der karmischen, wahrscheinlich jetzt nicht, aber auf der jetzigen Ebene. Dann kannst du das natürlich dazulegen und kannst es dann mit verbrennen. Genau. Ja, das war es eigentlich jetzt schon, das Ganze. Wer sich im Pendeln gut auskennt und gerne pendeln möchte, kann natürlich, ich habe immer mein Pendel, ich prüfe dann meistens nach, obwohl man sollte es vertrauen, was man tut. Und das ist eigentlich das A und O, dass man wirklich an das, was man tut, fest glaubt und sagt, ja, ich spüre es, ich fühle es in mir, dass genau das jetzt vollzogen ist. Genau. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Blockadenlösen oder karmischen Bänderlösungen, dass alles genauso passiert, wie ihr es euch wünscht. Dass ihr euch danach befreit fühlt und nicht mehr diese Blockaden in euch habt, die euch hindern am Weiterleben, am glücklichen Weiterleben. Ich habe das so oft gehört, dass man dann gesagt hat, gerade in Beziehungen, ich kann einfach nicht loslassen. Ich weiß einfach, dass er hat schon lange eine andere oder ich weiß einfach, dass es nichts bringt mit uns. Und trotzdem kann ich einfach nicht loslassen. Die Liebe ist einfach da. Und ich komme einfach nicht los von dieser Person. Ähnlich ist es dann bei Mutter-Kind, dass man sagt, es ist irgendwie, es funktioniert einfach nicht, aber immer wieder versucht man es neu und es hat einfach keinen Sinn. Es geht nicht. Ich werde blockiert. Und dafür sind diese Rituale geeignet und man sollte irgendwann den Leidensweg verlassen und irgendwann mal nach vorne gehen, in einen neuen Wege gehen. Es hilft dir nichts, ständig dazustehen an einer Kreuzung und zu warten und zu gucken, wo gehe ich hin und du bleibst da immer stehen und wartest und bist immer in der Warteschleife, während der andere schon längst wieder irgendwie weiterlebt. Aber du stehst immer noch in der Warteschleife und überlegst, vielleicht kommt er doch, vielleicht ruft er mich an, vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Chance oder vielleicht, ja, loslassen ist besser. Neue Wege. Hinter der Kreuzung kann nämlich schon längst ein neuer Partner warten. Vielleicht jemand, mit dem du glücklich werden kannst und wahrscheinlich sogar mit jemandem, mit dem du glücklich werden kannst, wenn du selbst bereit bist, loszulassen von dem Alten. Und mit diesem Ritual kannst du es. Und ich drücke dir ganz feste Daumen und ich wünsche dir alles, alles Gute dazu. Egal in welche Richtung du jetzt arbeiten möchtest. Und dasselbe kannst du natürlich auch für Geldblockaden machen, ist ganz klar. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dabei. Tschüss.